Wenn du Lust hast, komm vorbei, dann essen wir im Bett Erdbeerkuchen. Aber dann kommt Ersa auch, sie möchte auch. Ersa muss auch Erdbeerkuchen bekommen. Jetzt wird sie böse. Wie ist sie eigentlich besser? Die letzte Tablette habe ich jetzt schon besser vertragen, weil ich, glaube ich, was im Magen hatte. Ja, es geht mir schon ein bisschen besser. Also, wo ich den Stream angefangen habe, da ging es mir eher, ehrlich gesagt nicht so pralle. Okay. Da will ich jetzt nicht unbedingt runterspringen. Ist jetzt am besten, wenn ich durch den Tunnel gehe? Nee. Hier ist jetzt Nebel des Grauens. Was ist denn sowas? Genau. Wenn du es bezahlst. Ich weiß nicht, wovon ihr gerade schreibt. Aber mit so einer schönen Eisene. Darum fragst du, das ist sehr lieb von dir. Danke für die Nachfrage. Mir ist zu warm, wartet. Das wird eine wunderschöne Nacht wieder. Es ist okay, wenn ich mich verabscheue. Ich bin doch recht schläfrig zu dieser späten Stunde. Ja, natürlich ist es okay. Schlaf schön, Shadow. Danke, dass du da warst. Auch wenn du das Spiel nicht zugeschaut hast, beziehungsweise nicht konntest, wegen Spoiler und so. Und trotzdem zugehört hast. Dankeschön und träum was Schönes. Wie laufe ich denn? Ich gucke die ganze Zeit den Chat und laufe hier wie so eine Orientierungslose, die ich auch bin. Hör auf die Modi. Na, wenn sie sagt, sie will, dass ich mitkomme, also wenn sie mich fragt, dann ja, werde ich nicht nein sagen. Aber manchmal entscheidet sie sich um und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sie morgen raus will mit mir oder nicht. Ich will mal schlafen, gute Nacht. Selina, ich wünsche dir auch eine schöne gute Nacht. Schlaf auch schön und auch ein schönes Wochenende. Ich muss euch mal loben, ihr seid alle sehr lieb zueinander. Das finde ich sehr schön. Manchmal habt ihr auch einen Knall. Aber gerade seid ihr sehr lieb. Lispice, was für ein Knall. Ihr stinkt alle. Wow, das war so klar. Das war so klar. Da lobe ich euch und dann kommt wieder sowas. Oh Mann. Ich finde, du hast eine sehr vernünftige Community. Ja, manchmal drehen sie ab. Das hast du ja schon mal mitbekommen, ne? Aber es ist interessant. Hat ein knallrotes Gummiboot. Wie alt ist deine Mutter? 57. Ne, hier gehe ich nicht nochmal rüber. Das letzte Mal bin ich hier gestorben. Kommt jemand? Ja, guck mal, ich habe Benzin Macht mitgebracht. jetzt endlich das Tor auf. Hey, mach auf. Ist okay. Ja, ich bin okay. Geschäft nur.
Juhu! Hey, was brauchst du? Hey, ich sehe mich nur um. Hm. Ja, holt mal bitte mein Bike. Ich hab die Schnauze voll. Und weil ich so schlau bin und nachtanken, habt ihr gesehen, kostet 300. Ich hab meinen Benzinkanister mitgebracht. Ah, gutes Timing. Seht ihr? Hat sich gelohnt. Fertig. Wie alt ist dein Vater? Warum wollt ihr das wissen? Mein Vater ist 59. Das sieht nicht allzu übel aus. Geh an die Willst du dir beim Wochenendeinkauf helfen? Viel zu komische Fragen. Geht's um dein Bike? Hey, nein, einfach geht's? So raus. Einfach nur so. Nein, aufhören! Aufhören! Hey, warum verprügelst du ihn? Lässt du mal die Kacke? Zieh einfach den Kopf ein, dann läuft das. Hey, Mann. Hey, wie läuft's? Nein. Oh, hier ist ein Zettel. Hey, Jack, hab ich jetzt dein Vertrauen oder nicht? Ich will in die Augen stech. Wow. So nett. Verfügbar. So. Campjobs. Kämpfanführer verteilen häufig Arbeit, die erledigt werden muss. Wenn du diese Mission und Jobs abschließt, erhältst du das Vertrauen des Camps und Punkte. Achte auf Funksprüche, um zu erfahren, wann eine neue Mission oder ein neuer Job verfügbar ist. Deke, kennst du diesen Drifter mit den Narben im Gesicht? Er hat einen Montierhebel dabei und nennt sich Limbo. Kenn ich nicht. Er kam gestern ins Camp. Wollte Beute eintauschen und ein paar Drinks. Er muss wohl erst heute Morgen wieder gefahren sein. Ah, Tuck, ich bin nicht die Security. Erzähl das besser Alkai. Deke, er hat einen Mann und eine Frau totgeschlagen. Bowman und Hewitt. Ihr Gesicht wurde bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Hewitt? Maria, oder? Ah, scheiße. Der Mistkerl Limbo ist der von hier? Alkai sagt, er hat ein Camp beim alten Waldarbeiterwachturm am östlichen Hang des Three Finger Jack. Ja, ich weiß, wo das ist. Und ich regel das. Das dachte ich mir. Ja, schön blutig. Und die Aufgabe jetzt schon toll. Dann hat sie sich gut gehalten, deine Mutter? Wieso? Wieso hat sie sich gut gehalten? Inwiefern? Ich bin gerade verwirrt. Meine Mutter ist 60, mein Vater 66. 6 Jahre Unterschied. Nicht schlecht. Ja, aber meine Eltern sind halt die 2 Jahre. Hör auf die Omi. Ja, ich gebe Mühe. Was? Geh mir aus dem Weg. Du was? Schau gerade. Hey, was brauchst du? Hey, was gibt's? Das reichen wird. Da wohl alle was abkriegen. So. Das werden wir ja sehen. Gib mal noch ein bisschen Beute ab, damit das Vertrauen hier steigt. Wie läuft's da draußen? Hey, ja. Bis bald mal. So, jetzt schaue ich mal mir die Aufgabe an. Schön blutig. Ja. Ich dachte schon, die Oma ist tot. 4 Tage noch dann Donation. Wow. Er kündigt das schon an. Wow. Hey, wie läuft's? Warte, ich will mal jetzt was wissen. Nimm das mal. Kann ich das hier vielleicht irgendwie befestigen? Nicht? Schade. Hätte ja sein können, dass ich den Tanker, also so einen Tank irgendwie hinten auf dem Motorrad befestigen kann. Da muss ich nicht immer was suchen. Aber nie. Wäre wohl zu einfach.
Schon dabei. Moment. Tu, was sie sagt. Sie war immer da. Hör auf ihren Rat. Vom Aussehen hat sie sich... So, meinst du das? Das stimmt. Meine Mutter sieht nicht mal... sieht aus wie Anfang 40. Ohne Scheiß. Auf die Mutti. Sowieso. Ist auch meine Bezugsperson. Wenn irgendwas ist oder so, dann ist sie da. Bis an den Tag, wo mein Doktortitel bekomme, bekommst du eine Donation. Ihr müsst mir nichts donaten. Deshalb sage ich das auch mit dem Doktortitel. Du Drecksau. Schnell. Wie der mich einfach trifft. Wie so ein Supersniper. Sicher. Du Drecksack, wie treffe ich den jetzt? Scheiße. Wer seid ihr denn jetzt? Wer seid ihr denn jetzt? Ich bin gerade so gemütlich mit dem Motorrad gefahren. Dann kommen diese Fickfrösche. Brenn, du Arschloch! Brenne! Ich bin getroffen! Als ob ich dich jetzt gehen lasse. Welche Pisser? Was war das denn? Wirf mit Stein. Ich habe schon mal Gegner mit Steine abgeworfen. Das war sehr interessant. Mein armes Motorrad. Ich krieg das hin. Renn, du Arschloch! Also in diesem Spiel kann ich auch ruhig fluchen. Hier sind auch sehr viele Ausdrücke. Nee, mein Motorrad habe ich noch. Haha. Diese Wölfe. Die Wölfe sind ziemlich übel, oder? Burn, Motherfucker. Ja? Finde ich schön, wenn sie brennen. Kopfgeldziele. Kopfgeldziele sind Mörder, die von dem Camps der Überlebenden gesucht werden. Finde das Ziel, schalte es aus und kehre mit einem Todesnachweis zurück, um den Job zu erledigen. Gerne. Wir schneiden jetzt den kleinen Zeh ab. Hey, Tuck, ich bin da. Hä? Ja, Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben, als ob nichts wäre. Du hast was von Narben gesagt, also ich brauche mehr. Los, was weißt du noch über ihn? Trägt einen grünen Mantel. Okay, wo waren wir nochmal? Trägt einen grünen Mantel.
Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Sieht aus wie ein Kobold. Bitte nochmal. Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Mir seinen Montierhebel dicken, St. John. Und ich will, dass auch was von seinem Gesicht dran klebt. Okay. Alles klar. St. John Ende. Schön, schön. Ich muss schon sagen, das Spiel macht Spaß. Er muss da oben auf dem Turm sein. Also ich müsste ihn jetzt eigentlich getroffen haben. Ich bin mal wieder zurückgegangen. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Hier bist du. Ah, da seid ihr. Keinerlei Bewegung hier. Er hat sich verkrochen. Bewegung. Habe ich die getroffen? Nein, ne? Schade. Kann ich auch durch den Zaun schießen? Gott, verfluch noch mal. Kann ich. Alle, Rückzug! Okay, na gut, Limbo, wo steckst du? Verdammt, ja, du willst wohl in Hot Springs vorbeischauen und ein bisschen Spaß haben, hä? Huh? Hab ich alle? Schläfer, hey, wie geht's dir? Ich nehm das mal mit. Zum Glück sind die Spiele nicht mehr so moralisch und die Sprache ist nicht mehr so brav. Zum Glück. Weil dann falle ich total auf, wenn ich fluche. Denn ich reiß mich schon zusammen. Endlich! Oh, was? Wo ist der? Da. Getroffen! Ja, klar. Yeah, fuck. Halt die Klappe jetzt. Yeah. Ja, die KI ist manchmal wirklich sehr, 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 sehr schlau. Das stimmt. Blöde Nase. Was ist das hier? Oh, schön. Rauchbombe. Ich mag Rauchbomben nicht. Egal in welchem Spiel, ich mag Rauchbomben einfach nicht. Nutze ich eigentlich nie. Nutzt ihr Rauchbomben, wenn ihr die Möglichkeit habt? Ich nicht. Dankeschön. Er und sein Schrott. Er und sein Schrott. Schrotti, Schrotti, Schrott. Ja, andere mit Holz und er mit Schrott. Ah! 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 Ah!
Hä? Schön, wie das Blut aber rauskommt, ne? Marpo, danke schön für deine 50 Bits. Vielen, vielen Dank. Immer noch den Eisenzahn dabei, was? Du und Pikachu. Ihr seid die Einzigen, die hier Bits verwenden. Das wäre nett. Spaß. Jetzt hab ich dich. Bring den Rechtskanal. Irgendwann muss. Das Teil ist echt heftig. Da unten ist noch irgendjemand, ne? Ich hab was gesehen. Auch dein Tod. Du lebst ja immer noch. Wie viele sind das? Verstärkung? Kommt nicht hier hoch, ich fackel alles nieder. Ich hab gesagt, nicht hier hochkommen. Verdammt. Die wollen nicht hören. Hab dich! Dann komm, lass uns schon raus! Der ist durch die Treppe durchgebackt. Deckung, in Deckung! Los, in Deckung! Weiter! In Deckung! Hallo, ich schieß auf euch! Wie doof seid ihr bitte? Da ist irgendwo noch einer da. Scheiße. Die Munition mehr. Ich bin getroffen! So. Habe ich jetzt alles? Lebt der Kumpel eigentlich noch oder ist er durch Liz gestorben? Meinst du... Wie meinst du jetzt? Du meinst jetzt den Kumpel hier von ihm im Spiel, der Bruder. Den er mal Bruder nennt. Nee, der lebt noch. Wenn du den meinst. Noch? So, ich muss jetzt ein Todes... Hab ich schon? Den Montierhebel, Montierhebel. Wo soll ich den jetzt finden? Wo ist sein Bruder? Im Quartier da, wo wir uns niedergelassen haben, da oben. In diesem komischen Turm. Er liegt im Bett. Er soll sich ja nicht bewegen. Er hat doch die Verletzung da. Sagt in Deckung, bleibt aber wie angewurzelt stehen. Ja, das ist ein Genie gewesen. Dann mal die Waffe. Wo ist denn jetzt dieser Montierhebel da?
Ja, hier gibt es auch keinen Bad Dave, der meint 4000 Bits und 400 Euro rauszuhauen. Ja, das ist schon krass. Doch, ich habe hier auch einen Onichan, den man nicht mehr übertreibt. Der nur ein paar Summen donatet. Nur. Wo ist denn jetzt hier so ein Montier-Dingsbums-Hebel? Ja, ich spiele auf normal. Ich will eigentlich auch die Story genießen. Habe ich das schon eingesammelt? Das kann gar nicht sein. Liefer den Montierhebel als Todes... Da steht, ich soll es abliefern. Heißt jetzt, ich hab's schon oder nicht? Die Aufgabe verwirrt mich. Der Weg geht jetzt auf jeden Fall zurück. Gut, dann sammle ich erstmal die Sachen hier noch ein. Ich hau ja nur Bits raus. Das ist auch sehr lieb. Nur. Headshot und er stirbt nicht, das ist schon etwas komisch. Ich finde, beim Schießen ist es manchmal ziemlich ungenau. Wenn ich jemanden treffe und das Spiel sagt, nee, du hast ihn doch nicht getroffen, das finde ich ein bisschen doof. Ja, ich mag Rauchbomben sehr strategisch geworfen, kann es eine Hilfe sein. Kommt aber auch auf das Game an. Das stimmt. Ich mag es in keinem Game. Ist nicht so meins irgendwie.